Mattel bringt Barbie mit Hijab auf den Markt. Barbie bekommt einen Hijab. Für die neue Puppe in der SAEROES-Kollektion hat die Säbelfechterin Ibtihai Muhammad als Vorlage gedient, wie der US-Spielzeughersteller Mattel auf seiner Webseite bekannt gab. Dementsprechend trägt die Barbie den muslimischen Hijab, ein Kopftuch, das Haare, Hals und Brust bedeckt. Als erste US-Sportlerin mit Hijab war Muhammad im vergangenen Jahr in Rio bei Olympia angetreten. Mit den SAEROE-Puppen, deren Namen sich aus den englischen Wörtern SAE-Anführungszeichen, SI und HERO-Anführungszeichen, hält, zusammensetzt, will Mattel eigenen Angaben zufolge weibliche Vorbilder feiern, die Mädchen inspirieren sollen. Die Sportlerin selbst zeigte sich auf Twitter begeistert von der neuen Puppe. Ich bin stolz, zu wissen, dass kleine Mädchen überall jetzt mit einer Barbie spielen können, die einen Hijab trägt. Punkt Anführungszeichen. Damit sei für sie ein Kindheitstraum wahr geworden, sagte Mohammed. View Image und Twitter. View Image und Twitter. Ibtihai Muhammad Klammeraffe Ibtihai Muhammad. Thank you Klammeraffe Mattel for announcing me as the newest member of the Klammeraffe Barbie Nummern Zeichen Shero Family. Im Protok notat little girls Eva Ivere can no play with a Barbie wo causes to wear hijab. This is a childhood dream come true Bindestrich Dilde Nummern Zeichen Shero. 2:06 am November 14, 2017. 244.244 Replies 2,383 Retweet 6,783 6,783 Likes. Twitter als Info and Privacy.